So. Ja, willkommen zurück. Hier auf der friesischen Marsch vierfach. Ich bin noch nicht wirklich viel weitergekommen. Ich habe auch immer noch nicht mein Geld eingetragen. Aber es gibt ein paar Sachen einfach, die mir so aufgefallen sind und wo ich jetzt einfach Bock habe, auch trotzdem weiter aufzunehmen. Erstmal, die Ernte hier ist in vollem Gange. Der Typ, den muss ich definitiv nochmal abkacken, ja. Abtanken. Dankeschön. Damit der dann auch wieder raufkommt, weil sonst wäre das echt kritisch. Weil der war gerade ein bisschen knapp und ich war zu weit weg und habe ich es nicht geschafft. Jetzt muss ich ein bisschen bei dem bleiben, weil sonst wäre das nichts. Ich bin halt im Moment einfach alleine. Ich könnte jetzt hier einen Cosplay-Helfer einstellen, natürlich. Ah, könnte ich alles ein bisschen einstellen, ein bisschen machen. Nö, nö. Fällt aus wegen ist nicht, will ich nicht. Ja, egal. Ich brauche das nicht. Ich komme so auch klar. Es werden halt ab und zu mal Pausenvideos gemacht oder andersrum, es wird ab und zu mal was in der Pause aufgenommen, gearbeitet, wo ich nicht aufnehme. Mein Gott, bist du bescheuert, Matze. Ja, gut. So mache ich das halt, ne? Ist ganz einfach so. Ich stehe nicht auf dieses ganze Cosplay-Geaffe. Aber es kann ja machen, wer will. Ist ja kein Problem. Wer das machen möchte, der macht es. So, und du wendest jetzt und ich fange dich dann oben wieder ab. Bist du dann aber auch schon wieder wahrscheinlich bei 70% oder so. Naja, gut, diesmal nicht ganz so extrem, weil der unten das Stück nicht mitgemacht hat. Das habe ich ihm gerade eben noch mitgemacht. Haben sein Vorgewände fertig gemacht. Dann war natürlich schon ein bisschen Füllstand wieder drin. Jetzt ist er leer und ja, der kommt auf jeden Fall bis oben. Passt schon. Gut, ja. Was gibt's ansonsten? Na, der Club hat es ja wieder verkackt. Ich weiß ja langsam nicht mehr, ob das vielleicht sogar ein bisschen Absicht ist. Weil vielleicht stimmen ja die Gerüchte doch, die so im Internet geistern und auch die ich von zwei Arbeitskollegen schon gehört habe. Die dürfen gar nicht aufsteigen, weil der Schuldenberg viel zu hoch ist. Die dürfen so nicht in die erste Liga. Kann natürlich sein. Weiß ich nicht, will ich nicht beschwören, dass es nicht so ist. Klingt total bescheuert, aber manchmal ist dieses ganze Fußballsystem auch ziemlich bescheuert. So, ach ja, den wollte ich noch gucken. Gibt es da eine Möglichkeit, hier abladen oder so? Ja, kann man tatsächlich machen. Ja, okay. Ja, dann gehen wir einfach davon aus, dass wir mit dem das tatsächlich machen können, was ich machen möchte. Das heißt, wir fahren den mal zu Grasfeld. Bla, bla, blub. Mache ich aber jetzt fix in der Außenansicht. Ich habe keinen Verkehr, notfalls gehe ich einfach tabweise zurück zu meinem Abfahrer da, weil ich glaube, ich muss zwischendurch mal abfahren kommen, weil sonst der Drescher steht. Weiß nicht, ob ich bis oben, ganz bis oben komme, wo ich den hinbringen will. Ja, der soll sich eben wieder selbst betanken. Deswegen hat er hier so ein etwas komisches Ding drin. Ja, City vom Waskis, ja. Ist totaler Bullshit, aber ich habe gesagt, ich nehme den zumindest für Silage-Aktionen. Egal, ob es jetzt Mais ist oder Gras. Bei Mais ist es sowieso automatisch schon Häckselgut. Gras bleibt ja so lange Gras, bis ich es in Silo baller. Erst dann wird es auch Häckselgut. Naja. Ja, gut, also wie gesagt, der Club hat es wieder verkackt. Ich finde dann allerdings die Fans witzig, die dann sich jetzt abwenden, so ungefähr, und schon wieder alles schlecht machen. Das ist natürlich auch Blödsinn, weil ich sage immer, es ist egal, wie es um den Verein gerade steht. Wenn ich diesen Verein mag, liebe, verehre, wie auch immer der Fan davon bin, dann bin ich es immer. Es ist egal, wann. Und ich bin das auch in beschissenen Zeiten dann. Vielleicht dann sogar erst recht, weil dann brauchen sie erst recht meine Unterstützung. Und deswegen werde auch ich den Schritt gehen und sage, ab nächsten Monat, es gibt einen weiteres Fördermitglied für den ersten FCN. Ich glaube, ich kenne es sogar mit Namen, bin mir nicht so ganz sicher, muss irgend so ein Hasenbär sein. Ziemlicher Horst, der gern Computer spielt oder so. Ja, wenn alles gut geht, wahrscheinlich sogar ein Dauerkartler noch. Ab der nächsten Spielzeit dann, nächste Saison. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Wie das alles so läuft. Nee, weil warum soll ich denn da jetzt irgendwie praktisch zurückweichen oder was? Oder soll das weniger? Nö, 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 gerade jetzt, ne? Aber na gut, es gibt da wohl unterschiedliche Ansichten. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, wo ist denn der? Wenn der gleich bei 60% ist, können wir davon ausgehen, dass der oben ist. Das heißt, ich muss einmal den hier dann alleine stehen lassen. Ich muss den jetzt zu Grasfeld 13 bringen. Ja, ich muss erstmal an der BGA vorbei. Ja, also wenn ich die Meldung reinkriege mit 80%, dann muss ich wohl mal wechseln. Das hilft ja alles nichts. Nichtsdestotrotz können wir eigentlich mal den machen, ne?
Den auch. So. So. Dann fahren wir in Ruhe. Ohne irgendein störendes Symbol. Die Frage ist nur gerade, kriege ich jetzt auch die Info über den Helfer? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, warte gleich. Gehen wir gleich hin. Ja, wenn wir den mal kurz hier stehen lassen. Tappen einmal zurück. Da sind wir. Und da fährt er gerade los. Ja, alles gut. Habe ich gut gemacht. Ja, also hat man mal volle Sicht. Na, haben wir mal gar keine blöden Kontrollen drin. Ist eigentlich auch in Ordnung. Also man kommt ja klar. Man weiß ja mittlerweile auch, wo man hin muss. Und welche Tasten man wann drücken muss und was. Ja, ich meine, gut, ich fahre gerade mit Tastatur, weil es jetzt auf die Schnelle einfacher geht. Sorry dafür. Könnt mich steinigen, wenn ihr wollt. Ich bin manchmal einfach zu faul. Ja, den Weizen, den werde ich erstmal in die Mühle noch bringen, weil Weizenmehl habe ich noch nicht so viel. Und auf Feld 3 kommt danach jetzt aber Gerste. Wobei die Frage ist, ob man Feld 4 überhaupt nochmal mit Gerste macht, weil, ja, vielleicht kann man denken, doch, ich glaube trotzdem. Scheiß drauf. Wir machen das ratzevoll alles. Weil, jetzt füllt er gleich das Hintere. Ja, mit 2 Gramm oder so. Blöd, Mann. Naja. Ich brauche trotz allem relativ viel. Wir machen trotzdem 3 und 4. Ich habe ja überlegt, nicht so viel Gerste anzupflanzen. Oder zu säen, besser gesagt in dem Fall. Weil das ja, weil ich schon so viel Gerste habe. Ja, aber nur in der Mühle. Die Brauerei ist aber auch zu versorgen. Ja. Also wir machen Feld 3 und Feld 4 Gerste. Oder wir sind rotzfrech und machen Feld 4 Roggen. Nee, wir machen Feld 4. Feld 4 ist groß. Wir machen Feld 4 Gerste und Feld 3 Roggen. Ja, dann können wir Roggenbrot auch backen. Warum eigentlich nicht? Ja, ist sowieso Quatsch. Es ist daraus rauskommt eine Mehlpalette. Es zählt nicht. Ich könnte aus dem Roggen sogar Kuchen backen. Wobei ich ehrlich gesagt keinen Kuchen aus Roggenmehl machen möchte. Aber naja, gut. Also essen möchte. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Hm. Prösterchen so nebenbei. Nach so einem Scheißtag. Ja. Ja, wie gesagt, also sie haben es wieder verkackt. Ja, aber es lief wohl spielerisch etwas besser. Also es war Angriff da. Es hat halt nicht gereicht. Naja. Ja, man stellt sich halt wirklich die Frage, ob das, ob es vielleicht doch stimmt, dass der Club eben nicht aufsteigen darf oder so. Ja. Und das vielleicht noch ein bisschen Arbeit bedarf einfach. Zahme Gerüchte, wer alles geht, das ist natürlich auch sehr schön. Na gut, es ist natürlich das Schöne, dass die wichtigen Spieler eigentlich alle abhauen. Da stellt man sich dann echt die Frage. Cool. Wie soll das denn in der ersten Liga laufen? Wollen wir es dann blamieren? Oder wollen wir lieber doch gleich in der zweiten bleiben und lieber da ein bisschen gut spielen? Weil das hat ja keinen Sinn, wenn wir in die erste gehen und uns dann nur blamieren. Irgendwie. Ja. Weil da lachen ja die Dortmunder und Bayern über uns. Das, für die sind wir ja... Das ist ja dann Tontaubenschießen, was die bei uns veranstalten können. Das ist ja voll der Unsinn. Naja. So, danke schön, das war's. Darfst du wieder wenden. Ja, das setzt ein Stück zurück. Komisch. Die haben entweder eine komplett sowieso neue Wendeaktion, die Helfer, oder aber dem reicht es da unten nicht mit den 2 Vorgewänden. Es ist doch genug Platz, du Spinner. Naja. Okay, auf jeden Fall kriegt man hier trotzdem einiges an Weizen raus. Das ist schwer in Ordnung. Muss man einfach sagen. Also das ist trotzdem viel. Das ist cool. Weil da gehen ja 100.000 rein in diese gemoddeten HKD. Ist natürlich krank, ja. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, bei Beladung bin ich kein Realist. Auf jeden Fall nicht auf der Karte. Wenn überhaupt die Hauptfach noch rauskommt und spielbar ist, dann auf der Hauptfach. Wenn das nicht ein Projekt nur für die 3-4 großen YouTuber bleibt, so ungefähr. Naja, es sind ja doch wahrscheinlich ein paar mehr große Landwirtschafts-YouTuber, aber also Oyster Proper, der ist ja raus, weil der arbeitet mit der RL in der Landwirtschaft. Der hat weniger Zeit für YouTube. Und ich weiß auch nicht, ob der Interesse hat an der Karte. Weil alleine ist es eigentlich ein Wahnsinn. Die ist noch schlimmer als die hier. Und wenn ich die wirklich starten will, bin ich eigentlich gehöre ich dann geschlagen. Schon allein für den Gedanken, die spielen zu wollen, gehöre ich in die Fresse geklopft. Weil, also so bescheuert kann kein Mensch sein. Ja, doch ich. Ich finde die auch immer noch geil, die Idee. Ist mir egal. Ja, also es ist natürlich totaler Bullshit.
Hallo? Ach, das war das Autosave. Es ist totaler Bullshit, aber ich finde Bullshit witzig, manchmal. Deswegen passt schon. Ja, das heißt, aber diesmal muss ich unbedingt zur nächsten Aufnahme dran denken, verdammte Scheiße, nochmal mir 200 bis 250.000 reinzuballern an Geld, damit ich immer vorwärts komme. Damit ich mir meine Strohsachen wieder kaufen kann. Na, was da wäre eben der. Und ich muss natürlich nochmal schauen, wo der überhaupt war, der Glas Arcosin. Also Arcosin ist es ja trotzdem ganz normal, ein Arcosin Autospec, aber eben in Glasfarben zumindest hatte ich ihn. Den möchte ich natürlich schon wieder haben. Bin ich jetzt überhaupt richtig abgebogen? Okay, mal schauen. Ich könnte mir vorstellen, nicht. Wir werden dann doch mal es hart wieder einschalten. Ja, doch, das passt schon. Da vorne stehen die Fahrzeuge, na freilich, alles gut. Aber doch nicht alles komplett. Mach doch mal den Scheiß aus, den ich nicht brauche, Mann. Dieses Vereinsmenü nervt mich mittlerweile echt nur noch. Da ist so viel Sicht verdeckt. Gut, das Weiße verdeckt im Prinzip auch die Sicht, aber es ist durchsichtig. Dieser Inspektor, ne? Da vorne ist immer, genau. Ja, also den Schlepper kann ich im Prinzip schon zurückfahren, den brauche ich ja gar nicht. Das heißt, mit dem könnte ich weiter Stroh abfahren von der 4, die ja auch noch bearbeitet werden muss. Ja, es geht eh erst morgen. Morgen Abend die 3. Die 4 dann praktisch erst morgen, entweder spätabends oder tatsächlich erst an Tag. Schlag mich tot, ja, am nächsten Tag praktisch frühs erst. Ja, passt schon. Da sollen sie dran vorbeifahren. Hier ist halt gerade großer Ernteeinsatz. Passt. Da kommt er gerade. Ja, starten wir schon wieder den Motor. Passt. Ja, da ist eben die Überlegung, tatsächlich ja doch, bis ich fertig bin, die 3. Hoppala, kann ich erst, ich will es ja brach liegen lassen, darum ging es ja, ne? Das heißt, neu bearbeiten wir erst eigentlich. Morgen Abend. Ich meine, pflügen könnte ich's. Und mit Kompost bestreuen. Aber das würde ich also auch erst morgen früh sowas machen, weil das schaffe ich heute sowieso nicht mehr. Und dann aber bearbeiten, das Unterbau, die nächste Frucht reinknallen. Tatsächlich erst morgen Abend. Gut, ich denke mal in einer Stunde sind wir hier fertig. Ich denke, in einer Stunde sind wir hier fertig. Ich habe ihm auch relativ gut vorgefahren, bin gespannt, wie weit das diesmal schafft. Ich habe ihm auch die Bahn an der Straße weggenommen. Vielleicht kommt er ein Stück weiter, als es normalerweise der Fall ist. Also der Helfer jetzt. Ohne, dass ich ihm gleich wieder helfen muss. Wäre schon cool. Wenn nicht, naja gut, dann helfen wir ihm halt nochmal. Also ich darf nicht ganz auf dem Ding fahren. Ich muss hier so ein bisschen fahren. So, hier. Dann passt es. Glaube ich. Naja, halbwegs. So, gib mir. Ja, ja, und dann eben morgen Abend, ne? Ja, tatsächlich, also morgen ab 17 Uhr sowas. Können wir dann hier reinsäen. Stichwort 17 Uhr. Also ich denke, ja, in eineinhalb Stunden sind wir hier fertig. Dass ich mich dann nämlich noch um die 2 kümmere, weil die besähe ich heute noch. Da starte ich um 17 Uhr. Ja, passt schon. Die ist nämlich soweit fertig. Ja, was ist denn jetzt? Ach so, jetzt hat er nichts mehr. Jetzt fängt das Kleckern an. Okay, dann fahren wir erstmal runter. Das Kleckert er. Hier wird er was rein. Ist ja egal. Ich brauche sowieso beide wahrscheinlich. Es wird einer gar nicht reichen. Ja. Also so ist der Plan. Dieses Feld hier wird dann praktisch morgen, ja, gegen Mittag von mir aus gepflügt. Nochmal ein bisschen liegen gelassen und nochmal so 5-6 Stunden und dann ab 17 Uhr sowas können wir auch Feld 3 besäen. Feld 4 dann tatsächlich erst, ja, das schaffen wir nicht. Feld 4 tatsächlich erst am nächsten Tag in der Früh. Weil das Brachliegen ist zwar erreicht, aber ich möchte eben nacheinander bearbeiten jetzt. Der Reihe nach und nicht einfach so, wie sie gerade fertig sind. Nö. Der Reihe nach. Ist Blödsinn, ist auch ein Unsinn, den ich da mache, aber ich finde Unsinn witzig, habe ich ja schon gesagt. Passt schon, ab und zu mal. Na, no. Ja, der ist noch nicht so wirklich voll, ne?
Na, 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 Kamerad, mach mal keinen Blödsinn, Scheiße, jetzt baller da hier rein. Naja, gut, ach, dann baller halt hier rein, du Penner. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal Schluss. Also, wir sind immer noch voll im Ernteeinsatz, es ist noch nicht wirklich viel weiter passiert. Ich sehe das jetzt schon mit Rätsel, dass der Club aufsteigt. Auch wenn da manche der Hardcore-Fans immer noch voll der Meinung sind, der Club steigt auf, der Club steigt auf. Ja, schauen wir mal. Ich bin jetzt gespannt. Also nächste Woche, Darmstadt ist das nächste Kellerkind nach Fürth. Ich meine, gut, Derby ist immer anders und Fürth hatte zu kämpfen und was, aber also wenn sie es gegen Darmstadt, gegen das nächste Kellerkind wieder verkacken, dann sehe ich langsam schwarz. Weil dann ist es, ich möchte nicht wissen, wie sie es verpacken, weil die haben da echt eine gute eine Möglichkeit, diese Nachrichtensprecher des Clubs oder so, oder die Trainer oder Chefs oder was, die verpacken das toll. Die haben heute gesagt, ja, das war die erste Auswärtsniederlage seit 12 Spielen. Wenn man es aber dreht, wenn man es richtig sieht, dann war das die zweite Niederlage in Folge. So muss man das sehen. Aber das wollen sie natürlich nicht sagen. Naja. Schauen wir mal, was soll's. Ich sag danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Könnt mir auch dazu sagen, was ihr mit euren Vereinen so haltet. Wie gesagt, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich in der ersten Liga nur an irgendwelche Großen denken. Ja, ich sag halt, ich wohne hier in Lemberg. Ich finde den Club irgendwie witzig. Der ist so... Ja, eigentlich immer so ein bisschen das Stiefkind, so, ne? Der ist eine Fahrstuhlmannschaft, der ist dafür bekannt, nichts zu reißen und so weiter. Ich finde den trotzdem geil. Und deswegen gibt es auch die Fördermitgliedschaft und wahrscheinlich die Dauerkarte ab der nächsten Spielsaison. Na gut. Bis zum nächsten Part, wo wir dann vielleicht auch mal endlich dran gedacht haben, mir das Geld zu geben. Dann wieder einkaufen. Vielleicht finde ich auch den richtigen Arcosin-Auto-Stack. Ich weiß es noch nicht. Den muss ich ja eigentlich auch noch finden. Weil, habe ich den jetzt eigentlich voll gemacht gehabt hier? Ja. Wo muss Karton hin? Zur Bäckerei. Weil ich ja eben den eigentlich wieder finden möchte in Glasdesign. Das ist der ganz normale Arcosin-Auto-Stack, aber halt in Glasfarben hätte ich gern. Oder in Krone wenigstens, so grün halt. Ich bin halt ein grüner Bauer. Also, bis denn.